Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wollen nicht diejenigen bestrafen, die pünktlich gekommen sind, wollen deshalb auch pünktlich beginnen mit unserer Tagung. Erlauben Sie, dass ich zunächst in Referenz vor unseren ausländischen Gästen einige Begrüßungsworte auf Englisch spreche und Sie dann danach nochmal förmlich auf Deutsch begrüße. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, euthanasia, terminal care, assisted suicide, hardly any other bioethical topic is discussed as intensively in Germany at the time like this. Already in the last legislative period, there were parliamentary attempts to ban certain forms of assisted suicide. They all came to nothing. In this legislative period, the issue is again reached on the political agenda. 4 hours the German Bundestag devoted to terminal care in November last year in a general debate in which was not about concrete legislative proposals, but in which the speakers could express their ideas and concerns on this issue regardless of their political group belonging. On the 3rd of July this year, 4 concrete legislative proposals will be discussed in the Parliament, and they differ extremely. They reach from a supervision of associations that offer assisted suicide until the criminal liability of every assistance to suicide, at least when the assistance is provided regularly. The course of the public and political debate is determined at least in part by ideological black and white thinking. That makes an effectual, differentiated debate difficult. The organizers of this conference are convinced that good policy needs a sound scientific advice, especially in such an emotionally charged area. In this context, they have presented a concrete legislative proposal for the regulation of assisted suicide in autumn last year. With this conference, they want to continue the advisory role of science for politics proactively and try to contribute to an objective discussion. The aim of the conference is to present the latest scientific evidence on assisted suicide to a wide audience so that they can serve as the basis of a reasonable political solution. They want at the same time contribute to an open, sober, and appropriate public discussion of this controversial issue. In this spirit, I wish us all a fruitful conference, and I thank our speakers already at this moment very much for the preparation of their presentations. And I want to express our warmest thanks to the foundation that has made this conference possible due to a generous financial support. The donor does not want to be named and cannot be here due to an illness. So I would like to ask Mrs. Macher from the Community of Foundations for Science in Germany to transmit our thanks to the donor in the next days, combined with our best wishes for a soon reconvalescence. Thank you very much. Und nun, meine Damen und Herren, wie angekündigt, natürlich auch eine herzliche Begrüßung an Sie alle auf Deutsch, auch wenn Sie sicherlich, da Sie ja heute Vormittag die englischen Vorträge hören, alle gut Englisch verstehen, aber ich möchte Sie trotzdem natürlich auch auf Deutsch begrüßen. Sterbehilfe, Sterbebegleitung, Beihilfe zum Suizid, kaum ein anderes bioethisches Thema wird in Deutschland zurzeit so intensiv diskutiert wie dieses. Schon in der vergangenen Legislaturperiode gab es parlamentarische Anläufe, bestimmte Formen der Sterbehilfe zu verbieten. Sie verliefen alle im Sande. In dieser Legislaturperiode ist das Thema erneut auf die politische Agenda gelangt. 4 Stunden hat der Deutsche Bundestag im vergangenen November dem Thema Sterbebegleitung gewidmet, in einer sogenannten Orientierungsdebatte, bei der es nicht um konkrete Gesetzesvorschläge ging, sondern die Redner, unabhängig von ihrer Fraktionszugehörigkeit, ihre Vorstellungen und Bedenken zu dieser Fragestellung äußern sollten. Am 3. Juli, also in wenigen Tagen, wird der Deutsche Bundestag die erste Lesung zum sogenannten Sterbehilfegesetz durchführen. Dann soll über 4 Gruppenanträge beraten werden, die weit auseinanderliegen. Sie reichen vermutlich, dieser Gesetzesvorschlag liegt noch nicht in konkreto vor, sie reichen wahrscheinlich von rein zivilrechtlichen Regelungen der ärztlichen Beihilfe zum Suizid
über die behördliche Überwachung von Sterbehilfevereinen bis hin zu der Bestrafung jeglicher Beihilfe zum Suizid oder jedenfalls der Beihilfe, die geschäftsmäßig, also regelmäßig angeboten wird. Der Verlauf der öffentlichen und politischen Debatte ist zumindest in Teilen von weltanschaulichem Schwarz-Weiß-Denken bestimmt, was eine sachliche, differenzierte Diskussion erschwert. Die Veranstalter dieser Tagung sind überzeugt, dass gute Politik gerade in einem emotionalisierten Bereich fundierter wissenschaftlicher Beratung bedarf. Vor diesem Hintergrund haben sie im Herbst letzten Jahres einen konkreten Gesetzesvorschlag zur Regelung des assistierten Suizids vorgelegt. Ich darf schon ankündigen, dort drüben in der Ecke gibt es einen Büchertisch, bei dem Sie diesen Gesetzesvorschlag dann auch erwerben können. Mit dieser Tagung wollen die Organisatoren die Beratungsfunktion der Wissenschaft für die Politik proaktiv fortsetzen und versuchen, zu einer Versachlichung der Diskussion beizutragen. Ziel der Tagung ist es, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Suizidassistenz einschließlich der neuesten empirischen Erkenntnisse einem breiten Publikum vorzustellen, damit diese Erkenntnisse als Grundlage einer vernünftigen politischen Lösung dienen können. Sie wollen damit zugleich einen Beitrag zu einer offenen, nüchternen und sachgerechten öffentlichen Diskussion dieses kontroversen Themas leisten. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine ertragreiche Veranstaltung und ich danke allen Referenten bereits jetzt für die Ausarbeitung ihrer Vorträge. Und die Organisatoren möchten sehr herzlich jener Stiftung danken, die die Konferenz durch ihre großzügige finanzielle Unterstützung erst ermöglicht hat. Der Stifter möchte leider nicht genannt werden und kann krankheitsbedingt heute nicht hier sein. Deshalb möchte ich noch einmal Frau Macher, sie hat sich ganz dort hinten verkrümelt, Frau Macher noch einmal ganz herzlich bitten, dem Stifter unsere ganz herzlichen Grüße und unseren herzlichen Dank auszudrücken. Frau Macher ist vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, die als Organisation viele, viele Stiftungen im Interesse der deutschen Wissenschaft unter sich vereinigt und organisatorisch begleitet. Also an Sie der herzliche Dank, den Sie bitte an den Stifter weitergeben, verbunden mit unseren besten Genesungswünschen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, und ich darf jetzt Ralf Jochs das Wort übergeben zur Moderation des ersten wissenschaftlichen Teils. Vielen Dank.